Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mana, der Weg der schwarzen Macht. Wir gehen direkt wieder ins Arcane Prior zurück und wollen mal schauen, was für Lebewesen wir in den letzten Folgen gesehen haben. Genau, einmal den Höllenhund und das Gespenst. Wir lesen erstmal den Höllenhund vor. Sieht schon gruselig aus. Schon vor meiner Ausbildung an der Hermischen Akademie hatte ich wilde Gerüchte über den Höllenhund gehört. Manche sagen, es handelte sich um Geschöpfe aus dem Hades, aus demselben Gezücht, das uns einst den legendären Cerberus bescherte. Andere sind sich sicher, dass die Höllenhunde aus dem alten Irland stammen, wo schwarze Schattenhunde seit Jahrhunderten die Einwohner heimsuchen und wo sie eine unbekannte Nische zwischen unserer physischen und der spirituellen Ebene bewohnen. Ich war schon immer ein großer Bewunderer von Hunden. Loyal bis zum Schluss dienen sie dem Menschen in einem für beide Seiten vorteilhaften Bündnis. Wenn der Höllenhund ebenso treu ist, was für ein Verbündeter wird er dann abgeben? Aber ich habe auch Erzählungen gehört, die von seiner ungezügelten Wildheit berichteten, von zerfetzten und abgerissenen Gliedmaßen und seiner unersättlichen Lust am Kampf. Man merkt es kaum, wenn sich ein Höllenhund nähert, geräuschlos, ohne einen verräterischen Geruch. Er läuft in weiten, rumgreifenden Schritten, den Kopf stets gesenkt, als ruhe eine schwere Last auf seinen Schultern. Das Geschöpf verfügt über die geheimnisvolle Kraft der Hypnose, die alle Opfer in Panik erstarren lässt, bis entweder der Blick des Hundes abgelenkt wird oder sein Angriff beginnt. Und jeder seiner Angriffe mit Zähnen und Krallen hat das Potenzial, seinen Opfer schlimmste Verletzungen zuzufügen. Der Höllenhund ist ein ausdauernder, hartnäckiger Kämpfer und zieht sich nur in den allerseltensten Fällen vom Schlachtfeld zurück. Der Höllenhund erfasst instinktiv seine Umgebung und alle möglichen Gefahren darin. Er hasst die Ordnung und fürchtet Macht. Wird er getötet, explodiert sein Körper in einem letzten vernichtenden Schlag und reißt alle mit sich, die zu nahe bei ihm stehen. Vielleicht dorthin, wo immer er auch herkommen mag. Nichts bleibt auf dieser Welt zurück, nicht einmal Leichen. Also das werden wir auch noch sehen, wenn das Vieh einmal explodiert. Sieht nicht lecker aus. Also sieht wirklich nochmal richtig heftig aus, wie der in seine Einzelteile zerlegt wird. Aber das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Gut, und jetzt das Gespenst. Auch nochmal klasse Bild. Wer auf ein Gespenst trifft, kann sich sicher sein, dass es sich in einer vom Chaos beherrschten Gegend befindet. Diese schaurigen Geistergestalten sind außer auf kürzester Entfernung völlig unsichtbar. Sie lauern sozusagen im toten Blickwinkel der Lebenden. Es ist ohne weiteres möglich, dass man völlig von diesen ätherischen Kreaturen umzingelt ist und sie dennoch erst sieht, wenn sie auf Armlänge heran sind und angreifen. Gespenster scheinen nachts an Stärke zu gewinnen, aber das kann auch daran liegen, dass unsere Ängste dann stärker ausgeprägt sind und unsere eigene Vorstellungskraft und schwächt. Mit seiner Kampfsense ist das Gespenst ein gefährlicher und ausdauernder Gegner, der ohne Anzeichen von Ermüdung seine Ernte mäht. Es zeigt ein hohes Maß an Intelligenz und scharfe Sinne, mit denen es sich seine Opfer gezielt aussucht. Ob ein Gespenst alleine oder in der Gruppe kämpft, verändert nichts an seinem Kampfstil und scheint ihm auch völlig gleichgültig zu sein. Seine unerschütterliche Loyalität und seine Kraft machen dem Gespenst zum ultimativen Leibwächter für Zauberer, die in der Kunst der Totenbeschwörung bewandert genug sind. Die magische Aura des Gespenstes macht zudem resistent gegen Versuche gegnerischer Zauberer, es unter ihre Kontrolle zu zwingen. Wird es getötet, verschwindet es einfach spurlos. Hoffentlich dorthin, woher es gekommen ist. Denn es wäre einfach zu viel,
für den menschlichen Verstand, wenn wir annehmen müssten, dass dieses Wesen, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, unzerstörbar ist und auf ewig unter uns weilt. Dass es in irgendeiner dunklen Ecke auf den Moment wartet, in dem wir mal nicht auf der Hut sind. Denn es hat alle Zeit der Welt. Krasse Story, richtig heftige Story. Ein heftiger Gegner, den wir noch sehr oft in diesem Spiel auch sehen werden. Gut, die nächste Welt. Schauen wir mal nach. Und zwar geht es jetzt in den wilden Apfelwald. Der wilde Apfelwald. Dieser Wald besteht aus wilden Apfelbäumen, deren Äste immer voller Früchte hängen. Auch das Wetter ist hier immer angenehm. Dies ist der Platz, an dem die Seele nach ihrer Reise durch Avalon endlich zur Ruhe kommen. Ich bin mir sicher, ich werde mich hier entspannen können. Na mal sehen, Cornelius, ob du dich hier entspannen kannst, das werden wir jetzt herausfinden. So, wollen wir unser... Ja, die Verteilung werden wir erstmal noch so lassen. Gut. Punktemäßig haben wir schon ein bisschen gesammelt, aber ich werde das erstmal auch noch so lassen. Mana können wir ein bisschen erhöhen. Okay, das reicht mir schon. Okay, auf zum wilden Apfelwald. Wieder als Zauberer. Region betreten. Der schöne Ladebildschirm. Sieht schon mal gut aus. Oh je. Was ist das? Eine Falle. Verdammt, wie konnte ich nur so blöd sein? Wo ist dieser vermaledeite Vogel, wenn man ihn mal braucht? Fürchte dich nicht, Cornelius. Deine überragende Intelligenz ist immer für eine gute Falle gut. Für eine Falle gut, na gut. Ist wieder sehr witzig, der Vogel. Versuchen wir mal hier rauszukommen. Denkt man, der Vogel hilft einem, dann macht er sich noch direkt über einen lustig. Toll. Einfach klasse. Hier drüben sind viele Äpfel. Kann ich hier jemand raus? Nein, anscheinend nicht. Cornelius wird euch befreien, Herr Ritter. Wartet auf die Hilfe seines Dieners. Ein sprechender Vogel. Haben Schwäche und Einsamkeit mich schon um den Verstand gebracht? Ja, natürlich. Denn nicht nur du hörst diesen sprechenden Vogel, mein Freund Parzival, sondern auch ich. Also wir werden mal schauen. Es ist schon verrückt, muss man schon ehrlich zugeben, wenn man jetzt einen solchen Raben da sprechen hört. So, versuchen wir mal hier auf dieses komische Ding da zu kommen. Oh, ein Riese. Yeah. Endlich frei. Die Stimme war real. Ich muss meinen Befreier finden und mich erkenntlich zeigen. Ja, ich werde mich erstmal etwas verpieseln. Oh Gott. Dieses Gift, das macht ja ganz schön Schaden bei mir hier. Dieses blöde Huhn hier. Und schon ist er tot. Wir schauen mal, ob man hier noch... Braucht das weniger Mana? Ja. Wir schauen mal, ob wir hier so ein Dings unter Kontrolle bringen können. Geht mal hier nach oben. Und zeigt es diesem Bogenschützen. Wo rennt ihr eigentlich lang? Hallo? So, versuche ich schon mal hier, bis der bei mir angekommen ist. Sehr schön.
Du bleibst erstmal hier und genau, du gehst hier drauf. Du versuchst den hier mit zu vernichten. So, jetzt schauen wir mal. Ich und meine Leibwache gehen schon mal hier hin. Weil da kommt schon Partyball. Ach, hier ist auch noch gleich so ein Ding. Ah, ich sehe schon, hier werden nochmal abgeschossen. Oh Gott, hier kommen noch viel mehr. Ist das Parzival? Genau. Genau der, dafür, dass du mich befreit hast, stehe ich tief in deiner Schuld. Unsere Wege haben sich schon des Öfteren gekreuzt. Gemeinsam könnten wir ihn wieder in die Grube verbannen, aus der er gekrochen ist. Lutheron ist ganz in der Nähe. Während wir hier sprechen, greift er nach der Macht. Doch ich habe nur wenig Zaubersprüche. Und mit keinem kann ich Bestien herbeirufen. Dann zeige mir den Weg zu den Ursprüngen der Macht. Und die Mana-Wolken sollen dir gehören. Unser Plan steht fest. Ich kann den Kampf schon riechen. Ja, gut, dann machen wir ja. Oh, wir haben schon gleich. So. Auf in den Kampf. Mit unserer toten Armee, ja. Machen wir es so ganz einfach. Los geht's. Kurz und knapp. Ach, die haben doch überlebt. Sehr schön. Ihr zwei geht direkt mit hier den besiegen. Da kommen noch mehr. So. Den haben wir jetzt auch besiegt. Oh Gott, mich hat's erwischt. Da drüben sind Mana-Wolken, das ist ja Hammer. Die muss ich mir unbedingt noch besorgen. So. Lass mal heilen hier. Das ist ja der Hammer. Sehr schön, da haben wir erstmal die Mana-Wolken. Jetzt versuchen wir noch einen Ursprung der Macht zu gewinnen. Dann kann Parzival seine ganzen Mana-Wolken haben. Aber die gehören jetzt erstmal mir. So, hier haben wir noch Brot. Fisch, mehr Fisch. Oh, das ist sehr gut. Na gut, hier kommen wir erstmal nicht. Können wir aus dem Ding raushexen? Nee. Ja. Da und da, genau. So, jetzt wollen wir mal ihm den letzten Mana-Spot klauen. Ah, den hat er hier. Da ist er schon. So, ich werde mich mal selbst schützen hier. So, jetzt hat der gutste Herr nichts mehr. So, ich nehme jetzt mal die hier unten und gehe dorthin, genau. Ah, doch, der hat sich oben wieder den geschnappt. Das werden wir nicht auf uns sitzen lassen. So, ihr kommt gleich mit mir. Zwei lassen wir da unten, genau. Na, willst du irgendwas Besonderes? So. So, lassen wir gleich mal hier die Fäuste sprechen. Ich werde mich noch ein bisschen hier schützen müssen. Haha. So, nochmal drauf. Ein ganz schönes Gemetzel hier.
So, da guckst du ganz schön blöd aus der Wäsche, ha? So, der Mana-Spot ist meiner, genau. Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich dich und deine Familie, Cornelius. Ja, das mach mal. Warte, Cornelius. Ich muss dir etwas sagen, bevor wir uns trennen. Dann ruhig zu, Parzival. Ich habe Zeit und werde auf dich warten. Wir treffen uns in der an der Brücke. Bist du noch heil? Welcher Glanz, Cornelius? Der Mutige gewinnt. Ich muss mir meine Suche fortsetzen. Auch wenn ich Lutheron besiegt habe. Wenn ich meinen Onkel nicht finde, ist mir der Rückweg auf immer versperrt. Hm. Könnte er vielleicht der alte Mann gewesen sein, mit dem ich eine Zeit lang die Zelle teilen musste und der sich so über seine Kopfschmerzen beklagte? Das war er ganz bestimmt. Aber wo ist er jetzt? Ich befürchte das Schlimmste, mein Freund. Er wurde heute Morgen in das Verlies zur Hohen Wacht gebracht. Dann bin ich verloren. Ich werde weder ihn noch mein Zuhause jemals wiedersehen. Kopf hoch, mein Freund. Möglich, dass unsere Aufgabe sich kreuzen. Unsere Aufgaben sich kreuzen. Gut, mach mal. Was ist das für eine Aufgabe, von der du sprichst? Ich suche den Heiligen Gral, um ihn vor jenen zu schützen, die seine Macht missbrauchen wollen. Den Heiligen Gral? Es ist eine Schale aus Gold, durchdrungen von mystischen Eigenschaften. Ich habe gehört, dass der Gral sich in den Händen des Zauberers Dagda befinden soll. Noch ist Hoffnung. Seine Heimat sind die Nebelsümpfe im Nordwesten. Komm, wir haben noch eine weite Reise vor uns. Ich denke mal, hier werden wir nicht durchkommen. Ich glaube, wir brauchen hier eure Hilfe. Los, meine toten Krieger. Kümmert euch um diesen Riesen hier. So. Ich komme natürlich jetzt erstmal nicht zum Portal. Bis dieser Ries hier nicht weg ist. Sehr schön. Ihr geht jetzt zur Seite und ich gehe durchs Portal. Lebensmittel oder so brauche ich eh nicht mitnehmen, weil die kommen ja natürlich nicht in die nächste Welt mit. Die werden alle hier gelassen. Okay. Gehen wir durch das Portal. Aber hier sind auch welche von diesen gelben Heinzelmenschen. Ob das die von dem Heinzelmenschenvolk sind, die mit durch das Portal geflüchtet sind, wer weiß das schon. Oder sind das die Geflüchteten? Wer kann das schon sagen? So, Sieg, der wilde Apfelwald. Die Falle ausgeschaltet, Parzival befreit und Lutheron getötet. 80 von 80 Punkten. So, und wie es wieder weitergeht, erfahren wir wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Paddy. Bis dahin und ciao.